Hallo und willkommen zurück zu The Infected mit mir, das ist Selina. Ein Fischi habe ich schon ausgenommen und gegessen. Huch, nein. Du brutales Ding. Hör auf, dahin zu schlagen. So, ich habe das hier schon mal fertig gebaut. Und ich habe mir tatsächlich ein paar Gedanken gemacht. Okay, passt auf. Meine Idee ist, ich werde ja hier die Veranda haben. Ich wollte hier das ja verbreitern. Dann habe ich mir gedacht, nee, mache ich nicht. Und zwar passt auf. Wir lassen alles so, wie es ist. Okay. Aber ich habe mir überlegt, dass wir hier eine offene Arbeitsfläche machen. Okay. Und hier hinten Wohnraum. Okay. In dieser offenen Arbeitsfläche. Pass auf. Ich baue mal. Ich baue mal drauf los. Und dann versteht ihr schon, wie ich das meine. Und zwar, da kommt die Werkbank hin, da kommen die Sägetische hin. Da kommt die verbesserte Werkbank hin. Der Chemietisch. Oh, der kommt da, glaube ich, auch hin. Ich bin mir schon. Ja, doch, 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 doch. Machen wir so. So. Das haben wir ja hier stehen. Aber ist halt auch. Schwierig. Ist schwierig. Ich glaube, Öfen wäre besser, oder? Ja, ich glaube, Öfen wäre besser. Machen wir den Rest geschlossen. Machen wir den Rest geschlossen. Machen wir den Ofen. Ja. Machen wir den Ofen hier hin. Hier die Sägetische hin. 1, 2, 3 in der Zahl. Ich glaube schon. So, und dann kann man hier durch die Tür gehen. Und dann haben wir die ganzen Werke-Dinger. Und hier ist dann das Schlafzimmer und hier wird dann die Küche sein. Und oben machen wir komplett Glas mit Pflanzen. Hier gegenüber können wir. Entschuldigung. Geht das denn? Ich meine, das ist das Schöne. Man kann überall die Blueprints hinstellen, ohne dafür was zu zahlen. Das heißt, wir können eigentlich schon mal alles planen. Stimmt, man braucht ja jetzt die ganzen Schalter und so. Uiuiui. Oh, den Schlachtertisch. Stimmt, den braucht man ja auch. Eieieiei. Jetzt langsam wird's knabbisch, ne? Ah, die möchte ich halt auch nicht drinne. Obwohl, steht, der kommt, gehört eigentlich schon in die Küche. Weil ich glaube, die 10 Barren habe ich mittlerweile schon zusammen. Glaube ich. Muss ich mal gucken. Muss ich mal kicken. So. Machen wir erstmal das hier wieder. Ich hoffe, ich werde nicht krank. Ehrlich. Ehrlich. Ich bin den ganzen Tag schon am Niesen. Okay. Und jetzt habe ich einfach so das Gefühl, dass ich krank werde. Ich frage mich nur von was. Es tut mir leid, dass ich das jetzt so mich auslasse. Es ist ja ein umstrittenes Thema, das weiß ich ja. Deswegen rede ich eigentlich ungern darüber, weil wir wollen hier Spaß haben und keine in Anführungszeichen ernsten Themen oder so besprechen. Obwohl ich ganz oft ernste Themen. Egal. Wir lassen das einfach mal so stehen, okay? Oh Gott. Was ich sagen möchte ist, ich habe meine Booster bekommen. Und ja, Fieber gehabt. Und leider auch wieder. Hatte ich schon bei der ersten, bei der zweiten Impfung so rum. Bei der ersten hatte ich gar nichts, außer ein bisschen Fieber. Und bei der zweiten war es weniger lustig. Weil da ging es mir, denn ich glaube, ich hatte 2 Wochen einen angeschwollenen Arm und angeschwollene Lymphdrüsen. Und davor hatte ich diesmal auch Angst. Weil ich mir so gedacht habe, gar keinen Bock. Also, geschwollene Lymphdrüsen, gar keinen Bock. Und, ja. Die erste Zeit war richtig cool. Alles easy peasy, easy peasy.
so keine Probleme gehabt. Also den ersten Tag. Und danach ging's los. Ja. Ich hatte am ersten Tag auch ein bisschen Fieber, so, aber damit habe ich ja gerechnet. Also, wenn der Körper gar keine Reaktion auf Impfstoff zeigt, dann ist. Dann stimmt irgendwas nicht. Okay. Ich bin gerade am Überlegen, ob ich vielleicht nur so ein Schlafzimmer mache. Weil ich brauche kein großes Schlafzimmer, wisst ihr, was ich meine? Aber ich brauche einen großen Arbeitsbereich. Weil wir haben ja sehr, sehr viele Sachen, die wir da reintun wollen. Das heißt, ich glaube, ich mache das so. Ja, jedenfalls habe ich jetzt gerade erst das überstanden, dass die Booster rum ist. Okay. Oder das hier der Ausaufgang nach oben und nach oben mein Schlafzimmer. Und hier unten ist alles Arbeitsbereich. Ja, machen wir so. Okay, so. Also habe ich das jetzt überstanden und jetzt werde ich krank. Das ist es. Es ist. Warum? Warum? Ich will das nicht. Nee, ich glaube, ich mache sowas hier. Ja. Genau. So. Ich habe keine Ahnung, warum ich immer noch E drücke. So, dann können wir nämlich da hochlatschen. Und da müssen wir mal gucken. Oh, passt auf. Ja. Ja, das machen wir so. Wir machen nämlich noch mal ein Stockwerk nach oben. Und machen das so wie ein Turm. Machen wir, machen wir, machen wir. Okay. Ich würde jetzt schlafen gehen. Bloß nicht zu lange schlafen, es ist halt schon Tag 5, ne? Ich meine, bis Tag 10 haben wir noch ein, zwei Tage. Ja, komm, wir schlafen noch ein, zwei Stunden. So. Oh, die Hühner, sie wecken mich. Guten Morgen, liebe Sorgen, seid ihr auch schon alle wach? Habt ihr auch so schlecht geschlafen? So. Dem. Ja, ich habe halt zwischendurch Steine gefarbt. Das ist so kleine Arbeiten. Mache ich auch mal ohne euch. Aber das kennen die ja von mir, dass ich Sachen ohne euch mache. Ich fieses kleines Ding. Vor allem klein. Ich glaube, dass ich sogar relativ groß bin für eine. Wow, wie das klingt für eine Frau. Aber doch, Frauen sind ja tendenziell kleiner als Männer. Ausnahmen bestätigen die Regel. Wisst ihr, was mir aufgefallen ist? Man kann hier durch die Wand eigentlich den Fisch aufheben. Nicht, dass hier der kleine Wicht kommt. Und mir meinen Fisch klaut. Du, dann werde ich aber böse. Dann ist er gleich mal zwei Köpfe kleiner. So. Okay. Ich lasse das jetzt auch offen, denn das hier, ja, dient halt, ne? Okay. Also, dann haben wir hier den Arbeitsraum mit den ganzen Werkbänken. Dann haben wir hier, sagt mal, den Schmelzraum mit der großen Schmelze und so. Der bleibt ja auch dann offen, damit der Rauch natürlich abziehen kann, damit das nicht alles ins Haus zieht. Und hier oben drüber ist mein Schlafzimmer, okay? Wir machen dann auch nur noch ein halbes Zimmer. Und, oh, wir könnten hier Gewächshaus machen, ne? Interessant. Aber was ich wieder vergesse? Oh, ich habe so geflucht, dass ich das nicht gemacht habe. Deswegen machen wir das jetzt, damit ich nicht mehr fluchen muss. Ach, Wegweiser. Ach, wie geil. Man kann jetzt auch Wegweiser aufstellen. Nice. Okay, also passt auf. Ich wollte gucken, ob. Ja, kann man. Es ist dann halt aber alles schief da drinne. Was? Halt, stopp. Halt, stopp. Nein, 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 Blueprint, geh weg. Scheiße. Wo ist meine Waffe?
vors Eier legt. Scheiße. Und das während ich den Blueprint ausgewählt hatte. Ich krieg den auch nicht jetzt. Endlich. Oh mein Gott, was war das denn? Yay, ein Eisen war das. Okay, also, hier werde ich auf jeden Fall einen kleinen Parkplatz bauen. Wollte ich euch nur sagen. Also das hier wird auf jeden Fall zu abschließen. Ja, das machen wir zu. Und hier wollte ich einen kleinen Parkplatz bauen, wo ich die Dings hinstellen kann. Meine Schubkarren. Ich werde jetzt auf jeden Fall zwei Schubkarren bauen. Eine für Holz und eine für die ganzen Kisten, mit denen ich die Städte durchforste. Okay. Und das Gewächshaus hatte ich mir nämlich überlegt, ob ich das dahin stelle oder hierhin. Weil ich denke mal, ich baue dann hier so zu. Können die übers Wasser? Ich glaube ja, oder? Die können durchs Wasser. Aber wir müssen gucken, dass wir hier hinten dann noch zumachen. Ich meine, das Wasserhaus kann ich auch nach hinten machen. Das ist eigentlich egal. Ich kann ja das Wasserhaus hier aus dem Fenster an- und ausmachen. Das habe ich ja auch schon rausgefunden. Da könnten wir das Wasserhaus nämlich hier hin machen. Ich würde halt aber ungern so viel nach hinten wegmachen. Deswegen würde ich das Gewächshaus gerne hier vorne hin machen. So. Genau, die Ölraffinerie und so Sachen. Ja, das sind, ganz ehrlich, die kann man doch auch woanders, wann anders machen. So, das Problem jetzt an der ganzen Sache ist. Oh, passt auf, wir könnten das sogar so machen und dann haben wir da hinten in der Ecke einfach einen Flusszugang. So. Können wir. Nee, haben wir nicht. Moment. Wir versuchen mal, ob es geht. Mit Flusszugang. Es wäre einer, also es wäre gleichermaßen cool, wie auch eigentlich. Scheiße. Aber ja, ich glaube, er würde mit Flusszugang funktionieren. Ich würde ungern jetzt in die Garage mit rein. Kann ich hier Wasser auffüllen? Ach. Das ist cool. Das ist cool. Ja, gut, aber wenn wir das Wasserhaus haben, dann brauchen wir das doch gar nicht mehr. Es wird doch dann automatisch gegossen. Also ist es eigentlich egal. Aber es ist halt, dadurch, dass hier alles so schief ist, ist es halt eigentlich doof, ne? Ich hätte das gerne hier so auf der Höhe gehabt. Oder ich drehe es halt wirklich rum und hab's dann. Aber es ist egal wie. Ich werde auf keinen Fall richtig viel reinstellen können. Außer ich baue es hier hin. Oh, es tut mir leid, Leute. Das ist schon wieder 50.000 Jahre. Hier. Wieso habe ich das nicht so gesehen? Hier so hin einfach. Das funktioniert doch auch. So. Ich weiß tatsächlich, dass ich auch über die F-Tasten Zugriff auf die ganzen Sachen habe. Das Problem ist, dass ich Aufnahme, Start und Stopp auch auf den F-Tasten liegen habe. Und das könnte tatsächlich ein bisschen komplizierter werden dann. Jetzt passt auf, wir können das sogar so machen. Und dann hätten wir einen direkten Zugang. Oh, erinnert ihr euch, wo wir das so schön eingebaut haben? Ach ja. So, okay. Dann können wir hier immer noch den Parkplatz hinmachen. Und jetzt haben wir dann von hier aus, aber dann müssen wir das ja freilassen. Und wir. Ich komme hier nicht rein. Weil das gebaut ist, kommen wir da einfach nicht rein. ja, also. Der Plan stand. Es war kein guter Plan. Oh no. Was wir noch machen können, ist das Ding hier einfach abreißen. Und. Das bleibt ja sowieso offen. Was wir noch machen könnten, ist halt das Ding hier so ganz komplett absenken und dann
So eine kleine Treppe hinmachen. Aber so bleiben kann es halt nicht. So, passt auf, wir machen das weg. Die Ecke muss weg. Die Ecke muss weg. Okay, wir legen das mal dahin. Bauen, genau sowas. Hallo. Genau. So, dann haben wir das nämlich hier als, ne? So. Und dann machen wir das nämlich hier zu. Und hier zu. Okay? Und hier haben wir dann den offenen Arbeitsbereich. Hier haben wir dann das Gewächshaus. Ja, wichtig ist nur, dass wenn das fertig ist, dass ich mir da nicht alles zubaue. Weil sonst stehe ich dann da. Nö, das wollen wir ja auch nicht, dass ich dann dastehe. So. So. Das ist halt alles trotzdem schief. Aber ich glaube, das stört dann später nicht. Okay, also. Der Plan steht. Das ist schon mal das Wichtigste. Dann kann ich mich zwischendurch irgendwann mal. Kann ich das einfach bauen? Während wir nichts zu tun haben oder so. Oh, genau, das komplette Lager. Wo kommt denn. Soll ich das komplette Lager hier mit reinmachen? Ja, natürlich. Ja, den Platz werde ich ja rein theoretisch haben. Den Platz werde ich ja rein theoretisch haben. Genau. Dann machen wir das so. Ich bin gerade tatsächlich am Überlegen, ob wir hier hinten noch eins drauflegen, damit wir einfach noch mehr Platz haben. Weil bei den ganzen Werkbänken weiß ich nicht, ob das ausreicht. Ansonsten können wir uns ja immer noch nach oben verlagern. Dann können wir hier noch immer ein Lager so irgendwie. Ach ja, irgendwie wird uns was einfallen. Alles gut. Ich würde sagen, ich überdache das dann auch. Dann wisst ihr Bescheid. Okay. Also, ansonsten haben wir die Werkbank. Die kommt ja dann auch hier draußen hin. Die können wir schon mal mit rausnehmen. So. Da stelle ich sie jetzt hin. So. Und daneben kann ich dann die erweiterte machen. So, zack. Und das ist sehr schlecht. Das ist sehr, sehr schlecht gemacht. Ich sehe das halt nicht richtig, ne? Das ist, glaube ich, besser. Ja, das ist definitiv besser. Okay. So, die verbesserte habe ich ja noch nicht. Das heißt, ich kann die auch nicht bauen. Dann haben wir die ganzen Dinger. Da kommt nämlich die normale, die verbesserte. Okay. Dann können wir irgendwo noch die Chemie hinklatschen. Und so. Platzierbar. Lager. Lagerregal. Okay. Oh, das war nicht egal, wie rum, ne? Ah, oh, ich weiß es nicht mehr, wie rum. So. Aber es war eigentlich relativ wichtig, wenn wir dass wir das Ding hier hinbauen. Ist es in der Wand drin? Nee. Okay. Super. Super, super, super. Okay, es waren 6 Eisenbarren, 40 Bretter und 20 Schrauben. Die Schrauben sind, glaube ich, das geringste Problem. Ah, nee, aus was. Oh Gott, aus was haben wir denn die Schrauben gemacht? Der wird am Amboss hergestellt. Ach, danke für die Info. Okay. Wir stellen erstmal den Wagen her. Der hat jetzt erstmal Priorität. Damit ich auch einfach leichter das Holz holen kann. Platzierbares, sonstiges. Der Holzscheitwagen. Genau. Eins, zwei. So, wir bauen natürlich erstmal einen. Der braucht 10 Nägel, dreimal Holzscheit und 10 Bretter. Eins, zwei, drei. Zwei. So, und dann nur noch 2 Stück. Naja. Oh, ist das wieder. Ich steck hier schuld. Oh, ich habe komplett vergessen. Das ist. Kaum seid ihr dabei, ne? Das vergesse ich sowas. Da vergesse ich solche Sachen, Leute. Solche Sachen. Solche unglaublich wichtigen Sachen vergesse ich dann.
Das geht doch gar nicht. Gar nicht geht das. Alles ihr Schuld. So, gut. Wo habe ich die Nägel reingetan? Das sind die Schrauben. Da haben wir nur noch einmal 10. Das heißt, wir stellen nochmal 10 her. Wir können dann gleich nochmal ein Bäumchen fällen. So. Weil, wie gesagt, das eine befüllen wir mit, ja, mit Holzkiste. Die X'e sind die Dinger, wo man, der Extraktoren hinstellen konnte, ne? Ah, das sind Höhlen. Und in den Höhlen kann man jetzt. Ich glaube, man kann die Extraktoren nur noch in die Höhlen stellen. Bin mir aber nicht so komplett sicher. So. 1, 2, 3, 4, 5. Ich kann bis 5 zählen. So, dann müssen wir jetzt noch einen Baum fällen. So, wir wollten ja noch in den. Ich sag die ganze Zeit so. Was ist los? Perfekt. Perfekt, Jutta. Ah, man kann die ja auch hier jetzt reinfahren. Hatte ich gelesen. Aber ich will jetzt nicht eine extra Garage bauen. Weil die kostet ja auch die Garage. Ne? Da baue ich lieber selber so einen Unterschlupf. Der ist ja auch, also wenn ihr euch überlegt, ist ja dann so eine kleine Garage. Die baue ich dann extra hier für Ditte. So, was braucht das? 4x4, ne? Würde ich sagen. 4x4, 4x6. So in dem Dreh. Und dann einfach halb Dinger, Halbwände. Ja. Seht ihr, hier können wir auch Halbwände machen. Weg damit. Hier kommen auch Halbwände hin, weil das ist Arbeitsbereich. Ja. Hier kommen auch Halbwände hin. Was ist los? Du hast schon wieder Durst, ne? Ständig hat er was. Hunger, Durst. Ich werde angegriffen, ich bin verletzt. So. Ja, aber so ist das. Irgendwas ist immer. Oh, ich sehe gerade. Ja, ich werde das Wasser gleich noch anzünden. Das Wasser, wow. Das Wasser zum Kochen bringen. Ich werde nicht das Wasser anzünden. Wollte ich das wirklich da? Da, ja, das wollte ich da mit rein. Das wird sich auch, glaube ich, ausgehen. Das wird sich, glaube ich, auch ausgehen. Okay, Leute. Dann vielen Dank fürs Zuschauen. Nächste Folge bauen wir dann den Carport, kann man eigentlich sagen. Nur. Ja, ist ein Carport. Vielen Dank fürs Zuschauen und bye bye.